This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Herzlich willkommen im Namen unseres Herrn Jesus Christus zur nächsten Lesung aus der Werke Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Wir befinden uns weiterhin im 7. Kapitel, die Gründung der Inquisition, und beginnen heute zu lesen oben auf Seite 356. Der erste vollständige Absatz. Er lautet: Die öffentliche Meinung der herrschenden Klassen in Europa verlangte, dass die Ketzerei ausgerottet würde, koste es, was es wolle. Und doch schien mit der Unterdrückung des offenen Widerstandes das ersehnte Ziel ferner zu sein als jemals. Bischöfe und Legaten waren beide unfähig zur Entdeckung der Ketzer, die sich sorgfältig in den Mantel der Rechtgläubigkeit zu hüllen wussten. Und wenn zufällig einmal ein Ketzernest ausgehoben wurde, dann hatte im Allgemeinen der Ordinarius weder die nötige Gelehrsamkeit noch die nötige Geschicklichkeit, um den Ketzern, die ausdrücklich ihre vollständige Übereinstimmung mit der römischen Lehre behaupteten, ein Geständnis zu entlocken. In Ermangelung offenkundiger Tatsachen war es schwer, die geheimen Gedanken eines Sektierers zu ergründen. Dazu bedurfte es geschulter Sachverständiger, deren einzige Beschäftigung hätte sein müssen, die Ketzer zu entdecken und ihnen das Geständnis ihrer Schuld zu entlocken. Als diese Notwendigkeit immer mehr zutage trat, brachten zwei Faktoren eine Lösung des Problems, das schon so lange die Köpfe gequält hatte. Der erste dieser Faktoren war die Organisation der Bettelorden. Durch ihre ganz besondere Tauglichkeit für die Aufgabe, die den bischöflichen Gerichtshöfen über den Kopf gewachsen war, mussten sie gleichzeitig als ein Werkzeug der Vorsehung erscheinen, die in diesen Orden der Kirche Christi das spendete, was sie am augenscheinlichsten entbehrte. Nachdem sich einmal die Notwendigkeit besonderer und dauernder Gerichtshöfe herausgestellt hatte, deren Tätigkeit ausschließlich dem weit verbreiteten Verbrechen der Ketzerei gewidmet war,
schien es weiterhin unbedingt notwendig, dass diese Gerichtshöfe auch gänzlich frei waren von all den lokalen Eifersüchteleien. Von all den lokalen Eifersüchteleien, Feindschaften und Begünstigungen, die entweder dem Unschuldigen nur zu leicht zum Schaden gereichen konnten oder aber verhinderten, dass Schuldige in einflussreicher Stellung belangt wurden. Wenn außer dieser Befreiung von lokaler Parteilichkeit die Untersuchungsrichter und Richter noch dazu Männer waren, die für die Entdeckung und Bekehrung der Ketzer besonders ausgebildet waren, wenn sie ferner durch unwiderrufliche Gelübde auf die Welt verzichtet hatten, wenn sie keine Reichtümer sammeln durften und taub waren gegen die Verlockungen und Vergnügungen der Welt, so schien jede Garantie dafür gegeben zu sein, dass sie ihre Pflicht mit strengster Gerechtigkeit erfüllen würden, dass einerseits die Reinheit des Glaubens bewahrt blieb, andererseits aber jede unnötige Bedrückung, Grausamkeit oder Verfolgung unterbleiben würde, die durch Privatinteressen oder persönliche Rache diktiert war. Die unbegrenzte Beliebtheit der Bettelmönche war gleichfalls eine Gewähr dafür, dass sie bei ihrer schwierigen Arbeit eine weit wirksamere Unterstützung finden würden, als den Bischöfen zuteil wird, die im Allgemeinen eine direkt feindliche Stellung sowohl zu ihren Gemeinden wie zu den kleinen und großen Baronen einnahmen, deren Hilfe doch unbedingt erforderlich war. Dass die Bettelorden außerdem dem Papsttum blind ergeben waren und dass sie die Inquisition zu einem mächtigen Werkzeuge machten, um den Einfluss Roms zu erweitern und den Ortskirchen noch den letzten Rest von Selbstständigkeit zu rauben, dieser Umstand war zwar in der Folgezeit zweifellos bedeutsam für die weitere Entwicklung ihrer Tätigkeit, spielte aber im Anfange ihres Auftretens noch keine Rolle. So erschien denn der Christenheit des 13. Jahrhunderts die Gründung der Inquisition und die Übertragung derselben auf die Söhne des, zwischen Anführungszeichen füge ich hinzu, heiligen Dominikus und des heiligen Franziskus als ein vollkommen natürlicher oder vielmehr unvermeidlicher Entwicklungsprozess, der für die nicht zu bestreitenden Bedürfnisse der Zeit die bereitliegenden Werkzeuge anwandte. Der zweite Faktor, der den Bemühungen der Kirche zur Unterdrückung der Ketzerei Erfolg versprach, war die weltliche Ketzergesetzgebung, die um diese Zeit bestimmte Formen annahm. Wir haben gesehen, dass England und Aragon im 12. Jahrhundert gegen die Ketzer vereinzelte Gesetze erließen, die aber nur insoweit von Interesse sind, als sie zeigen, dass vorher derartige Strafgesetze nicht vorhanden waren. Friedrich Barbarossa tat keine wirksamen Schritte, um den von Antichrist Lucius III. 1184 in Verona verkündeten Gesetzen Geltung zu verschaffen, obwohl dieselben in der Absicht aufgestellt waren, dass sie gleichzeitig die kaiserliche Bestätigung erhalten würden. Die Verwalter des Gewohnheitsrechts, das Montfort 1212 in Pamiers annahm, verschwanden mit seiner kurzlebigen Herrschaft. Allerdings fehlte es nicht an einigen unvollkommenen Versuchen zur Gesetzgebung, so zum Beispiel als Kaiser Heinrich VI. Im Jahre 1194 für die Ketzer Konfiskation des Eigentums, strenge persönliche Strafen und Zerstörung ihrer Häuser und für die Personen oder Gemeinden, welche es unterließen, sie zu verhaften, schwere Geldstrafen festsetzte. Diese Bestimmungen wurden im Jahre 1210 von Otto IV. Wiederholt, ein Beweis, wie bald sie vergessen worden waren. Wie wenig Übereinstimmung in der Behandlung der Ketzer obwaltete, offenbaren vereinzelte Nachlässe jener Zeit, die zufällig auf uns gekommen sind. So verordnete 1217 Nunez Sancho von Roussillon Ächtung der Ketzer, und Jakob I. von Aragon folgte 1228 seinem Beispiel. Ein Beweis, dass diese Strafe vorher nicht im Gebrauch war. Die Statuten von Pignerol aus dem Jahre 1220 setzen für die wissentliche Beschützung der Waldenser eine Geldstrafe von 10 Sols fest. Ludwig XIII. Von Frankreich erließ noch kurz vor seinem Tode eine Verordnung,
wodurch dasselbe Verbrechen mit Konfiskation und Entziehung aller gesetzmäßigen Rechte bestraft wurde. Gleichzeitig wies er die königlichen Beamten an, alle vom kirchlichen Richter der Ketzerei überführten sofort gebührend zu bestrafen. Die in Florenz im Jahre 1227 in Kraft befindlichen Statuten verlangten, dass der Bischof bei allen Verfolgungen wegen Ketzerei nur in Verbindung mit dem Podesta handle, eine Bestimmung, durch welche die bischöflichen Gerichtshöfe ernstlich eingeschränkt wurden. Im Jahre 1228 hören wir von den neuen Gesetzen, die die Stadt Mailand auf Drängen des päpstlichen Legaten Goffredo aufstellte. Danach sollten alle Ketzer aus dem Gebiete der Republik verbannt, ihre Häuser niedergerissen, der Inhalt derselben konfisziert, ihre Personen geächtet und diejenigen, die sie beherbergten, mit stufenmäßig steigenden Geldstrafen belegt werden. Eine gemischte, halb weltliche, halb kirchliche Inquisition wurde zur Entdeckung der Ketzer errichtet und Erzbischof und Podesta mussten bei der Untersuchung auf Urteilsfällung zusammenwirken. Der Letztere musste sodann alle Überführten innerhalb 10 Tagen vom Leben zum Tode befördern. In Deutschland bedurfte es noch im Jahr 1231 einer Entscheidung des Königs Heinrich VII., um über das konfiszierte Vermögen der Ketzer Bestimmungen zu treffen. Allodialgüter konnten an ihre Erben übergehen, eine Bestimmung, die, wie wir später sehen werden, zu der ganzen späteren Gesetzgebung im Widerspruch stand. Um irgendein greifbares Verfolgungssystem einzuführen, war es offenbar notwendig, die zentrifugalen Neigungen der mittelalterlichen Gesetzgebung zu überwinden, die ihre höchste Ausbildung in dem freien Navarra erhielten, wo jede Stadt von einiger Bedeutung ihr besonderes Fuero, also Stadtrecht, und fast jedes Haus sein besonderes Gewohnheitsrecht hatte. Auf dem Laterankonzil von 1215 versuchte Antichrist Innozenz III. Eine Übereinstimmung herbeizuführen durch eine Reihe strenger Verordnungen, durch welche einerseits das Verhalten der Kirche gegen die Ketzer geregelt und andererseits die Pflichten bestimmt wurden, die die weltliche Gewalt zu erfüllen hatte, wenn sie sich nicht der Strafe für Verletzung der Amtspflichten schuldig machen wollte. Also diesen letzten Satz finde ich doch etwas so Interessantes, dass wir da ein wenig mehr, aber eben ein wenig bei still stehen sollten. Ja? Der Autor sagt hier, dass in 1215 Innozenz III. Versuchte, eine Übereinstimmung herbeizuführen durch eine Reihe strenger Verordnungen, durch welche einerseits das Verhalten der Kirche gegen die Ketzer geregelt und andererseits die Pflichten bestimmt wurden, die die weltliche Gewalt zu erfüllen hatte, wenn sie sich nicht der Strafe für Verletzung der Amtspflichtigen schuldig machen wollte. Das heißt mit anderen Worten doch nichts anderes, als dass der Antichrist hier seine spirituelle, angemaßte, nicht von Gott gegebene, aber selbst angemaßte spirituelle, geistige Macht gebraucht oder missbraucht, um der weltlichen Regierung Pflichten aufzuerlegen, die sie selbst nicht wahrnehmen will. Mit anderen Worten, die Kirche verurteilt und überlässt es der weltlichen Regierung, die Verurteilung zu vollstrecken. Und wenn die weltliche Regierung ihre Pflichten vernachlässigt oder ihren Pflichten nicht nachkommt, dann gibt es dafür Strafen. So steht es hier. Was heißt denn das? Wie will ich denn die weltliche Gewalt strafen? Ich kann ja die weltliche Gewalt in der Hinsicht nur strafen, wenn ich sie geistlicher Strafe unterziehe. Also mit anderen Worten, wenn ich androhe, dass, wenn du nicht tust, wie ich sage, du keine Erlösung innerhalb der römisch-katholischen Kirche finden wirst. Mit anderen Worten, ich drohe mit Anathema, ich drohe mit Verbannung, ich drohe mit Ausschluss aus der Kirche, ich drohe mit dir das Wegnehmen der Seligmachung, mit der Wegnehmung der Seligmachung,
vertraue ich. Was man natürlich nicht kann, aber wenn die Leute glauben, dass die römisch-katholische Kirche die einzig selig machende Kirche ist, dann muss ich in dieser Kirche selig gemacht werden. Und wenn das da nicht geht, sondern die mir das wegnimmt, dann tue ich alles, was die sagt. Das heißt, die Kirche übt Druck aus, um ihre Wünsche von der weltlichen Regierung getan zu bekommen. Wenn sie sich nicht der Strafe für Verletzung der Amtspflichtigen schuldig machen wollte. Also, wenn die weltliche Regierung nicht die Urteile, die die geistige Regierung, also die Kirche, ausspricht, ausführt, dann wird sie selbst Strafen haben. Und diese Strafen werden einerseits sein, entweder durch Anathema, durch Verfluchungen, durch das Wegnehmen der Seligkeit innerhalb der römisch-katholischen Kirche, dafür zu sorgen, dass der Druck erhöht wird, oder aber sie schicken andere weltliche, die wohl dem Papst gehorchen. Heutzutage im 21. Jahrhundert nennen wir das Regime Change auf Neudeutsch. Ja? Eine Veränderung der Regierung. Wenn die weltliche Gewalt nicht die Pflichten erfüllt, die die Kirche, die römisch-katholische in diesem Fall natürlich, ihr auferlegt, dann wird die Kirche entweder mit ihrer geistigen Macht, mit der Ausübung ihrer geistigen Macht dafür sorgen, oder aber sie wird andere weltliche, lass uns jetzt mal sagen, Länder zum Beispiel oder Armeen oder was auch immer schicken, um dafür zu sorgen, dass dort die Gesetze, die Urteile, die die römisch-katholische Kirche gefällt hat, auch von der weltlichen Gewalt durchgesetzt werden. Und zwar, wenn nicht von der Regierung oder den Amtspflichtigen, die dort sind, dann durch die Amtspflichtigen, die neu von der Kirche eingesetzt werden. So ist das. Das steht hier jetzt natürlich so deutlich nicht bei. Der Autor weiß das aber und ich weiß das auch und ihr wisst das auch durch die ganzen Lesungen, die wir bereits früher gemacht haben. Ja? Es ist ganz wichtig, dass man sich hier und da mal ein paar Sätze rauspickt und da ein wenig näher drauf eingeht. Der Satz liest sich ja im Grunde sonst ganz einfach und eigentlich unverfänglich. Ne? Auf dem Laterankonzil versuchte der Antichrist eine Übereinstimmung herbeizuführen, welche einerseits das Verhalten der Kirche gegen die Ketzer regelt und andererseits die Pflichten bestimmt wurden, die die weltliche Gewalt zu erfüllen hatte, wenn sie sich nicht die Strafe für Verletzung der Amtspflichtigen schuldig machen wollte. Also mit anderen Worten, auf einem Kirchenkonzil wird festgelegt, unter welchen Bedingungen die weltliche Macht der geistigen Macht zu gehorchen hat. Da ist nichts mit Freiheit der weltlichen Macht. Jetzt übertragen wir das mal aus dem Feudalsystem des Mittelalters, wo wir ja gerade drüber lesen, auf die heutige Zeit. Heute wird uns weisgemacht, dass wir Regierungen haben, die vom Volk sind. Ja, Regierung von dem Volk, für das Volk, durch das Volk. Ja, von wegen. Wenn das so wäre, dann wären die Regierungen ja frei von irgendwelchem geistigen Druck, dem sie sich beugen müssten. Dann müssten sie ja nur die Gesetze erfüllen, die sie selbst erlassen, für sich selber, also für das Volk. So ist es aber nicht. Die Gesetze, die erlassen werden von den Regierungen heute, müssen in Übereinstimmung sein mit dem geistigen Gesetz, dem römisch-katholischen kanonischen Recht. Das war schon immer so, seit der Antichrist regiert. Und das ist heute immer noch so. Ja? Und das kommt hier ganz deutlich hervor. Wir dürfen ja nicht vergessen, das Laterankonzil von 1215 ist ja eben das Konzil, wo die Inquisition überhaupt erst eingeführt wurde. Und was ist die Inquisition? Im Grunde nichts anderes als die totale Vernichtung eines jeden Widerspruchs gegen die römisch-katholische Lehre. Was anderes ist Inquisition nicht. Mit anderen Worten, entweder du gehorchst uns oder aber du bist tot. Genau getreu dem Motto der römisch-katholischen Kirche schon immer. Convert or die. Konvertiere oder stirb. Ja? Genau das schwebt alles in diesem einen Satz mit. Genauso wie die Drohung von, wenn diese Regierung nicht tut, was wir wollen, dann werden wir diese Regierung ihre Arbeit entheben oder ihre Macht entheben. Das ist genau das, was hier steht. Wenn sie sich nicht die Strafe für Verletzungen der Amtspflichtigen schuldig machen wollte. Ja, welche Strafe kann das denn sein? Es kann doch nur die Strafe sein, dass man ihnen entweder die Seligmachung innerhalb der Kirche nimmt,
die natürlich nicht die wirkliche Seligmachung ist. Wir wissen ja, innerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Erlösung, aber sie lehren ja was anderes. Also entweder nimmt man ihnen das oder aber man enthebt sie ihres Amtes. Mit anderen Worten, man setzt andere Leute ein. Und wie kriege ich die Amtspflichtigen da weg? Na, spätestens mit Krieg, ne? Das ist genau das, was hier in diesem kleinen, oft erste Sicht unschuldigen Satz im Grunde steht. Und dessen müssen wir uns ganz bewusst sein. Dessen waren sich die Leute auch bewusst. Die wussten ganz genau, entweder sprechen wir Urteile oder führen Urteile im Namen der Kirche aus, so wie die Kirche sie erlassen hat, oder aber die Kirche wird sich gegen uns wenden. So. Und diese Bestimmungen, so fährt der Autor jetzt fort, wurden zwar dem kanonischen Rechte einverleibt, aber in Ermangelung jeder tätigen Mitwirkung der weltlichen Gewalt blieben sie, praktisch genommen, einstweilen nur ein toter Buchstabe. Erst dem Erzfeinde der Kirche, Friedrich II., war es vorbehalten, in dem größeren Teile Europas den Partikularismus der Ortsgesetze zu brechen und die Bevölkerung den von den Päpsten zu ihrer Vertretung entsandten Emissären auf Gnade und Ungnade preiszugeben. Für ihn war es zunächst nötig, die Gunst des Papstes Honorius III. Zu erlangen und dadurch seine 1220 erfolgende Krönung sich zu sichern. Nachdem aber der unvermeidliche Bruch mit dem Papsttum eingetreten war, zwang ihn die offen gegen ihn erhobene Anklage wegen Ketzerei durch besonderen Eifer in der Ketzerverfolgung diese Anschuldigung zu entkräften. Hätte er frei handeln können, so würde er bei seinem philosophischen Indifferentismus zweifellos jede Form des Glaubens geduldet haben, sofern sie nicht den Gehorsam gegen den Herrscher gefährdete. Jetzt lesen wir diese letzten zwei Sätze nochmal und da sehen wir genau das bestätigt, was ich vorher in meinem Kommentar gesagt habe. Für ihn, also für Friedrich II., war es zunächst nötig, die Gunst des Papstes, also Antichristen Honorius III., zu erlangen und dadurch seine 1220 erfolgende Krönung sich zu sichern. Also erstmal muss ich meinen Kopf beugen, dem Papste, um die Macht zu bekommen, die ich eigentlich haben will, die ich aber von ihm hier kriege. Für ihn, also Friedrich II., war es zunächst nötig, die Gunst des Papstes zu erlangen und dadurch seine Krönung zu sich zu sichern. Nachdem aber der unvermeidliche Bruch mit dem Papsttum eingetreten war, zwang ihn die offen gegen ihn erhobene Anklage wegen Ketzerei durch besonderen Eifer in der Ketzerverfolgung diese Anschuldigung zu entkräften. Hätte er frei handeln können. Ein ganz wichtiger Satz. Ich habe nämlich mal in Englisch vor einigen Jahren die Lesungen gemacht und erinnert ihr euch vielleicht noch, Herrscher des Bösen und danach in Deutsch. Und da ging es, glaube ich, um, ich will jetzt nicht die Unwahrheit sagen, aber ich meine, es ging um Thomas Jefferson, der zu seiner Frau, ich meine Abigail oder was, geschrieben hätte, wenn ich frei sprechen könnte, dann würde ich dir bestimmte Geheimnisse erzählen über Dinge, die in dem Flaggenkomitee passiert sind und über die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika damals. Aber er konnte eben nicht frei sprechen. Hätte hier Friedrich II. Frei handeln können, also frei von den Fesseln der Kirche, so würde er bei seinem philosophischen Indifferentismus zweifellos jede Form des Glaubens geduldet haben, sofern sie nicht den Gehorsam gegen den Herrscher gefährdete. Also mit anderen Worten, solange die Protestanten oder die wahren Bibelgläubigen meine Herrschaft nicht gefährden, würde ich sie gewähren lassen. Aber die Kirche, die römisch-katholische, verlangt von mir, dass ich gegen diese Menschen vorgehe. So. In einer Reihe von Edikten aus den Jahren 1220 bis 1238 veröffentlichte Friedrich ein vollständiges und erbarmungsloses Gesetzbuch der Ketzerverfolgung, das sich auf den Kanonis des Laterankonzils aufbaute. Nach diesen Bestimmungen sollten sich die der Ketzerei nur Verdächtigen auf Befehl der Kirche der Reinigung unterziehen, andernfalls ihrer bürgerlichen Rechte beraubt und mit dem kaiserlichen Banne belegt werden. Verharrten sie ein Jahr lang in diesem Zustande, so sollten sie als Ketzer verurteilt werden. Die Ketzer aller Sekten wurden geächtet,
waren sie von der Kirche als solche verurteilt. So mussten sie dem weltlichen Arme zur Verbrennung ausgeliefert werden. Wenn sie aus Furcht vor dem Tode widerriefen, wurden sie auf Lebenszeit eingekerkert, um im Gefängnis Buße zu tun. Fielen sie wieder in ihre Irrtümer zurück und zeigten sie dadurch, dass ihre Bekehrung nur eine erheuchelte war, so sollten sie getötet werden. Das ganze Vermögen des Ketzers wurde konfisziert und seine Nachkommenschaft des Erbes beraubt. Seine Kinder wurden bis in das zweite Glied für unfähig erklärt, irgendein besoldetes Amt, also ein Amt im Dienste der Regierung, anzunehmen oder eine Würde zu bekleiden, also ein Amt in der Kirche anzunehmen, falls sie nicht durch Denunziation ihres Vaters oder eines anderen Ketzers sich Anrecht auf Begnadigung erwarben. Wichtig, ne? Ganz wichtig zu verstehen. Nochmal. Seine Kinder wurden bis in das zweite Glied für unfähig erklärt, irgendein besoldetes Amt oder eine Würde zu bekleiden, falls sie nicht durch Denunziation ihres Vaters oder eines anderen Ketzers sich Anrecht zur Begnadigung erwarben. Und das ist genau so, wie es in der kommenden Inquisition auch sein wird. Eure eigenen Kinder werden sich gegen euch wenden, wenn ihr die Wahrheit vertretet, die sie nicht wahrhaben wollen, weil ihnen damit Türen geöffnet werden, die sonst verschlossen sind. Mit anderen Worten, hier werden die Menschen daran gehindert, eine Position im öffentlichen Dienst zu bekleiden oder eine Position innerhalb der Kirche zu bekleiden, außer sie verraten ihren Vater oder einen anderen Ketzer. Verrat wird belohnt. Wir leben heute in einer Zeit, wo wieder diese Denunzianten auf den Straßen los sind. Und es wird noch viel schlimmer kommen, als es jetzt im Augenblick im April 2021 ist. Es wird noch viel, viel schlimmer werden. Wir haben ja diesen alten deutschen Spruch, der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Und genau das macht sich die Ketzerverfolgung, die Inquisition eben hier zunutze. Ja? Seine Kinder wurden bis in das zweite Glied für unfähig erklärt, irgendein besoldetes Amt oder eine Würde zu bekleiden, falls sie nicht durch Denunziation ihres Vaters oder eines anderen Ketzers sich Anrecht auf Begnadigung erwarben. Also wenn du uns den und den ans Messer lieferst, dann werden wir dich damit belohnen, dass du hier in Arbeit und Geld gestellt wirst, dass du ein öffentliches Amt bekleiden kannst oder dass du ein kirchliches Amt bekleiden kannst. Und wenn du das nicht tust, dann bleiben dir diese Stände verschlossen. Alle Credentes, Begünstigter, Beschützer, Beherberger oder Anwälter der Ketzer, sollten auf ewig verbannt, ihr Eigentum konfisziert und ihren Nachkommen gleichfalls ihre Rechte beraubt werden, wie die der Ketzer. Diejenigen, welche die Irrtümer der Ketzer verteidigten, sollten als Ketzer behandelt werden, wenn sie nach empfangener Ermahnung ihre Haltung nicht änderten. Die Häuser der Ketzer und derjenigen, die sie beherbergten, sollten zerstört und nie wieder aufgebaut werden. Das Zeugnis eines Ketzers sollte vor Gericht unzulässig sein, außer wenn er gegen einen anderen Ketzer eine Aussage machte. Jede gegenwärtige und zukünftige Obrigkeit sollte schwören, alles zu tun, was in ihren Kräften stand, um die von der Kirche als Ketzer bezeichneten Untertanen auszurotten, und zwar bei Strafe der Verwirkung ihres Amtes. Weigerte sich ein weltlicher Herr, der von der Kirche beauftragt war, die Ketzer auf ihr und ihre Beschützer zu vertreiben, ein Jahr hindurch diesem Auftrage nachzukommen, so konnten seine Länder von dem ersten besten Gläubigen besetzt werden. Regime Change im Kleinen. Nach Ausrottung der Ketzer durfte derselbe sie behalten, wenn der Lehnsherr hiergegen keinen Einspruch erhob.
Nach Gründung der päpstlichen Inquisition beeilte sich Friedrich im Jahre 1232, ihr die ganze Staatsmaschine zur Verfügung zu stellen. Die Inquisitoren wurden ermächtigt, die Beamten aufzufordern, jeden von ihnen als Ketzer bezeichneten gefangen zu nehmen und in Gefangenschaft zu halten, bis die Kirche ihn zur Auslieferung an den weltlichen Arm verurteilte. In einer Fußnote gehen wir hier mal kurz rein, da sagt der Autor, das Kröningsedikt, welches die Grundlagen aller weiteren Ketzergesetze bildete, wurde von der päpstlichen Kurie aufgesetzt und 14 Tage vor der Krönung an den Kardinallegaten von Tusculum geschickt mit dem Befehle, die kaiserliche Unterschrift zu erwirken und es dann zurückzuschicken, damit es im Namen des Kaisers in der Peterskirche verkündet werden konnte. Den Geistlichen jener Zeit erschien es ganz selbstverständlich, dass die Kirche den weltlichen Herrscher zur schärfsten Verfolgung der Ketzer antreiben konnte. Es war unzweifelhaft die durch die Edikte Friedrichs II. Ausgesprochene Ächtung des Ketzers, die die Inquisition veranlasste, den Grundsatz aufzustellen, dass ein Ketzer zu jeder beliebigen Zeit und von jeder beliebigen Person gefangen genommen und seines Vermögens beraubt werden könne und dass der Räuber sein Gut behalten dürfe, vorausgesetzt, dass er kein Beamter des heiligen Offiziums war, also der Inquisition selbst. Na, im letzten Satz wird nochmal deutlich, was der Autor bereits vorher sagte, dass ja diese Bettelorden, also hauptsächlich dann die Franziskaner und die Dominikaner eben, für die Inquisition eingesetzt wurden, eben weil sie nicht für sich selbst arbeiteten. Sie durften sich ja nicht selbst bereichern. Ne? Das kommt hier nochmal eben zum Tragen. Ne? In dem letzten Satz, wo es heißt, es war unzweifelhaft, die durch die Edikte Friedrichs II. Ausgesprochene Ächtung des Ketzers, die die Inquisition veranlasste, den Grundsatz aufzustellen, dass ein Ketzer zu jeder beliebigen Zeit und von jeder beliebigen Person gefangen genommen werden und seines Vermögens beraubt werden könne und dass der Räuber sein Gut behalten dürfe, vorausgesetzt, dass er kein Beamter des heiligen Offiziums, also der Inquisition selber war. Weil die dürfen ja keine Eigentümer haben. Also mit anderen Worten werden hier Menschen angesetzt zum nicht nur Verfolgen, sondern auch zum Ausrauben und eben Denunzieren derjenigen. Ja, ein sogenannter Ketzer ist ein Vogelfreier. Wir erinnern uns noch an das Directorium Inquisitorum, das ich damals in Herrscher des Bösen gelesen habe. Und wer nicht weiß, worum das darum geht, der sollte Directorum Inquisitorum eingeben in die Suchfunktion seines PDF, wenn er sich Herrscher des Bösen heruntergeladen hat, da steht es drin. Wir haben das damals damit eingefügt in die Lesung. Ja. Und das war damals so und das ist heute nicht anders. Es gibt nämlich nichts Neues in der Welt. Es ist nur, es trägt nur andere Kleider. Ja. Es wird eben anders eingekleidet. Es wird den Menschen anders verkauft. Ja. Hier sagt ganz klar das Gesetz, ein Ketzer darf zu jeder beliebigen Zeit und von jeder beliebigen Person gefangen genommen werden und seines Vermögens beraubt werden. Und der Räuber darf sein Gut behalten. Und heute im Neudeutsch nennt der Papst das Caritas in Veritate. Es ist nämlich im Grunde überhaupt nichts anderes. Aber zurück ins 13. Jahrhundert. Der Autor sagt jetzt im ersten vollen Absatz auf Seite 861 oben, diese teuflische Gesetzgebung, die von der Kirche mit Beifall begrüßt wurde, natürlich, sie ist ja auch der Initiator dieser Gesetzgebung, sollte nicht wie die früheren Gesetze nur ein toter Buchstabe bleiben. Das Krönungsedikt vom Jahre 1220 wurde dem Honorius an die Universität Bologna geschickt, um dort bei den juristischen Vorlesungen vorgetragen und kommentiert zu werden. Es wurde in die maßgebende Sammlung der italischen Lehnsrechte aufgenommen und strenge Vorschriften für seine Durchführung bildeten hinfort einen Teil des bürgerlichen Rechts. Hier ein Beispiel, wie kanonisches römisches katholisches Recht
Zivilrecht wird. Ja? Habt ihr das gut verstanden? Es wurde in die maßgebende Sammlung der italischen Lehnsrechte aufgenommen und strenge Vorschriften für seine Durchführung bildeten hinfort einen Teil des bürgerlichen Rechts. Die ganze Reihe der friderizianischen Edikte wurde in der Folgezeit von mehreren Päpsten in wiederholten Bullen veröffentlicht und allen Staaten und Städten befohlen, diese Bestimmungen unwiderruflich ihren Gesetzbüchern einzuverleiben. Den Inquisitoren wurde es zur Pflicht gemacht, dafür zu sorgen, dass dies wirklich geschah, und alle Richter und Beamten schwören zu lassen, dass sie diese Edikte befolgen wollten, sowie den Gehorsam derselben nötigenfalls durch schärfste Anwendung der Exkommunikation zu erzwingen. Ja? Exkommunikation, Verfluchung, Verdammung, wie ich bereits vorher die Worte anders gebraucht hatte, durch Exkommunikation, also das Entnehmen der Seligwerdung innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Als im Jahre 1222 der Magistrat von Riti Gesetze annahm, die im Widerspruch zu jenen Verordnungen standen, befahl Antichrist Honorius ohne weiteres die Absetzung der schuldigen Beamten. Die Einwohner oder die Bewohner von Rimini, die sich 1227 widersetzten, wurden gezwungen, sich zu unterwerfen. Einige lombardische Städte, die zögerten, wurden 1253 auf Befehl Antichrist Innozenz IV. Durch die Inquisitoren zum Gehorsam genötigt. Asti nahm 1254 die Edikte friedlich als einen Teil seiner Ortsgesetze an. Dasselbe tat Como am 10. September 1255. Bei der Revision der florentinischen Gesetze im Jahre 1355 erscheinen sie immer noch als integrierender Bestandteil. Schließlich wurden sie in den Appendix des Corpus Juris Canonici aufgenommen und können, der Theorie nach, noch heutzutage als gültig betrachtet werden. Das schreibt der Autor Ende des 19. Jahrhunderts und das ist heute im 21. Jahrhundert noch genauso gültig wie vor 130 Jahren, als Henry Charles Lear das geschrieben hat. Sie wurden in den Appendix des Corpus Juris Canonici aufgenommen. Das ist die Basis des römisch-katholisch-kanonischen Rechts und können, er fügt hier zwischen Kommas dazu, der Theorie nach, ne, und können, Komma, der Theorie nach, Komma, noch heutzutage als gültig betrachtet werden. Ich streiche das, was zwischen den Kommas steht, und lese den Satz wie folgt. Schließlich wurden sie in den Zusatz, also Appendix, des Corpus Juris Canonici, also des Körpers des juristischen Kanons, aufgenommen und können heute noch als gültig betrachtet werden. Und das ist 2021. Und da habt ihr eure Verfolgung. Da habt ihr, nein, da habt ihr nicht eure Verfolgung, aber da habt ihr die Grundlage für die Verfolgung. Da habt ihr die Grundlage dafür, warum das, diese Gesetze erlassen werden, die eure vorher gegebenen Rechte so beschneiden, weil das römisch-kanonische Recht oder der Corpus Juris Canonici über allem anderen weltlichen Recht steht. Und wenn das weltliche Recht nicht angepasst ist an das römisch-katholisch-kanonische Recht, dann wird es eben dafür gesorgt, dass diejenigen, die die Gesetze machen, weggeschafft werden, bis diejenigen da sind, die die Gesetze gleichstellen, gleich machen. Dass überall eben Corpus Juris Canonici wirkt, arbeitet, funktioniert, auch heute noch, nicht der Theorie nach. Die Theorie wird nur nicht von heute auf morgen in die Praxis umgesetzt. Das ist etwas, was man verstehen muss. Langsam, nach dem Motto des Prinzips des Frosches im kalten Wasser, der rausspringt, wenn ich das von einer auf die andere Sekunde auf heiß mache, aber wenn ich das Wasser ganz langsam erhitze, der Frosch nichts merkt, bis er schlussendlich lebendig gekocht wird. Und genauso machen sie das hier auch. Deswegen ist der Zusatz, den der Autor hier schreibt, der Theorie nach zwar auf der einen Seite richtig, aber auf der anderen Seite auch nur eine Verharmlosung dessen,
was in unserer Welt passiert. Was damals in der Welt passiert ist und was heute passiert. Und damals dürfen wir ja auch mal eben nicht vergessen, der Autor ist natürlich Amerikaner, der das schreibt, der Henry Charles Lear, meine ich doch zumindest, dass er Amerikaner war. Aber hier in Europa haben sie mehr und mehr und mehr die Daumenschrauben angesetzt und bis es zum großen Eklat kam. Und den großen Eklat kennen wir als den großen Krieg, den Ersten Weltkrieg zwischen 1914 und 1918. Und einen noch größeren Eklat mit dem Zweiten Weltkrieg zwischen 1939 und 1945. Das war nur die Weiterführung eben dieser oder dieses Appendix des Corpus Juris Canonici, der Durchsetzung des kanonischen Rechts der römisch-katholischen Kirche, der Kirche des Antichristen. Wenn man sich dessen bewusst ist, wenn man das versteht, dann wird auf einmal Geschichte und alles, was heutzutage in der Welt passiert, so viel deutlicher. So stand ein großer Teil Europas, fährt der Autor fort, der sich von Sizilien bis zur Nordsee erstreckte, unter dieser Gesetzgebung, also dem Corpus Juris Canonici. Die westlichen Länder beeilten sich, dem frommen Beispiel zu folgen. Gleichzeitig mit dem Vertrage von Paris im Jahre 1229 erschien im Namen des minderjährigen Königs Ludwig IX. Eine Verordnung, die der Kirche bei ihren Bemühungen, das Land von der Ketzerei zu reinigen, wirksame Unterstützung seitens der königlichen Beamten zusicherte. Also, wenn die Kirche nicht genügend Personal hat, dann wird eben das weltliche Personal dazu eingerufen. Das heißt, die Kirche hat hier Macht über die Soldaten, über das Militär oder über die königlichen Beamten, wie man sie eben auch nennen will. In den dem Grafen Raimund verbleibenden Gebieten, ja, über den hatten wir ja bereits ausführlich gesprochen in früheren Lesungen, gab zwar die schwankende Haltung seiner Politik Anlass zu großer Unzufriedenheit, im Jahre 1234 wurde er aber gezwungen, mit Zustimmung seiner Prälaten und Barone ein Statut zu erlassen, dessen Verfasser der fanatische Raimund du Forga von Toulouse war. Dieses Statut enthielt alle praktisch bedeutungsvollen Bestimmungen der friderizianischen Gesetzgebung und setzte Konfiskation, also Beschlagnahmung, fest gegen jeden, der es unterließ, der Aufforderung der Kirche Folge zu leisten und ihr bei der Gefangennehmung und Gefangenhaltung der Ketzer behilflich zu sein. In den Kompilationen und Gesetzbüchern aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erscheint dieses System als fest begründetes Gesetz des ganzen Landes. Im Jahre 1315 verlieh Ludwig X., der Zänker, den Edikten Friedrichs für ganz Frankreich allgemeine Gültigkeit. Wieder in einer Fußnote hier gibt der Autor seine Brunnen aus Archiven an, wo das alles nachzulesen ist. In Aragon erließ König Jakob I. im Jahre 1226 ein Edikt, das allen Ketzern den Eintritt in sein Land verbot. Veranlasst war dasselbe wahrscheinlich durch die vielen Flüchtlinge, die infolge des Kreuzzugs Ludwigs VIII. Aus Languedoc vertrieben worden waren. Jetzt übersetzen wir den Satz, den wir hier gerade gelesen haben, doch mal ins 21. Jahrhundert. Irgendein König oder ein Ministerpräsident oder ein Bundeskanzler erlässt eine Verordnung, dass allen Impfverweigerern oder Leugnern des Virus den Eintritt in ihr Land verbietet. Veranlasst war dasselbe wahrscheinlich durch die vielen Flüchtlinge, die infolge des Kreuzzugs aus Languedoc vertrieben worden waren. Also, wenn wir Vertreibung von bestimmten politischen Dogmen in anderen Ländern haben, dann werden die fliehen woanders hin und da werden dann eben auch die Grenzen dicht gemacht.
Jetzt sagt ihr immer, was erzählt der Jörg denn da? Das ist ja noch gar nicht so weit. Nee, das stimmt. Aber was ist denn das im Augenblick? Im Augenblick werden wir überall in den verschiedenen Ländern interniert. Ja? Wir dürfen nicht mehr reisen. Hier in Belgien zum Beispiel ist schon seit Wochen und noch für Wochen sind Auslandsreisen, wenn sie nicht besonders notwendig sind, also Lustreisen, Ferienreisen, sind hier verboten. Die Freizügigkeit ist nicht mehr gegeben. Ja? Das ist eine Art der Verfolgung. Und das ist ja im Augenblick nur. Ja? Und was ich damit sagen will, ist, wir werden hier im eigenen Land mehr oder weniger eingeschlossen. So. Und nach dem Einschluss kommt die Verfolgung. Und wenn man dann fliehen will, dann darf man hier in dem anderen Land schon nicht mehr rein. Das ist das, was hier jetzt drin steht. Das ist jetzt hier natürlich von vor 800 Jahren, aber, ne, 1226, knapp 800 Jahre her, aber man muss eben mal versuchen, das in die gegenwärtige Zeit zu übertragen. Und da werdet ihr sehen, dass im Grunde nichts verändert ist. Ja? Ich lese den Satz nochmal, dann lasst euch den mal bitte auf der Zunge zergehen. Letzter Absatz, Seite 362. In Argon verließ König Jakob I. im Jahr 1206, in Argon erließ König Jakob I. im Jahre 1226 ein Edikt, das allen Ketzern den Eintritt in sein Land verbot. Veranlasst war dieses Interdikt wahrscheinlich durch die viele Flüchtlinge, die infolge des Kreuzzugs Ludwigs VIII. Aus Languedoc vertrieben worden waren. Also, der König Ludwig VIII. Aus Frankreich hat viele Ketzer im Süden von Frankreich verfolgen lassen und die müssen ja irgendwo hin. Die wollten nach Spanien, Aragon, und deswegen sagt der König von Spanien in dem Augenblick, Jakob I., nö, hier kommt ihr nicht rein, würden die Grenzen zugemacht. 8 Jahre später, 1234, stellte er in Verbindung, also er, König Jakob I., in Verbindung mit seinen Prälaten eine Reihe von Gesetzen auf, durch welche eine bischöfliche Inquisition strengster Art mit Unterstützung der königlichen Beamten eingerichtet wurde. Und wieder lesen wir in diesem Satz, wie Staat und Kirche eins sind und zusammenarbeiten. Ja? Durch welche eine bischöfliche Inquisition strengster Art mit Unterstützung der königlichen Beamten eingerichtet wurde. Also, die Inquisition funktioniert, weil sie hier die weltliche Macht, die weltlichen Beamten als Hilfe, als Unterstützer dazu bekommt. In diesen Gesetzen erscheint auch zum ersten Mal ein weltliches Verbot der Bibelübersetzung in der Volkssprache. Diesen Satz muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. In diesen Gesetzen erscheint auch zum ersten Male ein weltliches Verbot, kein kirchliches, ein weltliches Verbot der Bibelübersetzung in der Volkssprache. Das, was die Kirche bereits zu diesem Zeitpunkt seit 1200 Jahren verbietet, nämlich das Lesen der Bibel in der eigenen Sprache, wird jetzt auch von der weltlichen Macht ausgesprochen. Dasselbe Verbot wird übernommen. Was heißt das doch mit anderen Worten nur? Dass das zivile Gesetz 100% dem kanonischen Gesetz entsprechen muss und eben auch dieselben Verbote hat. Genau das heißt das. In diesen Gesetzen erscheint auch zum ersten Mal ein weltliches Verbot der Bibelübersetzung in der Volkssprache. Alle diejenigen, welche Bücher des Alten und des Neuen Testaments in Romanico besaßen, ne, also Romanico, das ist die romanische Sprache, das ist die Sprache der Waldenser hauptsächlich, ja, sollten innerhalb 8 Tagen diese an ihre Bischöfe zu verbrennen ausliefern oder andernfalls als der Ketzerei verdächtig betrachtet werden. Mit anderen Worten, sie würden dann mit der Bibel zusammen verbrannt werden. So wurde mit Ausnahme des übrigen Spaniens und der nördlichen Völker, wo die Ketzerei nie Wurzel geschlagen hatte, in der ganzen Christenheit, im ganzen Katholizismus lese, der Staat bei der großen Aufgabe der Ketzerausrottung vollständig zum Diener der Kirche gemacht. Hier sagt der Autor in einem Satz genau das, was ich schon immer behauptet habe.
So wurde mit Ausnahme des übrigen Spanien, also nee, ich wollte den Satz nochmal wiederholen. wo steht denn das jetzt hier? Ah ja, doch. So wurde mit Ausnahme des übrigen Spaniens und der nördlichen Völker, wo die Ketzerei nie Wurzel geschlagen hatte, also wir sprechen hier nördliche Völker wahrscheinlich jetzt im Norden von Europa von, ja, in der ganzen Christenheit der Staat bei der großen Aufgabe der Ketzerausrottung vollständig zum Diener der Kirche gemacht. Die weltliche Macht dient der geistlichen Macht. Das schreibt der Autor hier ganz unverfroren und deutlich mit Dokumenten in den Quellenangaben bewiesen. Nochmal. So wurde mit Ausnahme des übrigen Spaniens und der nördlichen Völker, wo die Ketzerei nie Wurzel geschlagen hatte, also wo es im Grunde auch dann gar nicht erlassen werden muss, in der ganzen Christenheit, also im ganzen Katholizismus, der Staat bei der großen Aufgabe der Ketzerausrottung vollständig mit Haut und Haaren zum Diener der Kirche gemacht. Als sodann die Inquisition begründet war, bildete die Durchführung dieser Gesetze eine der vornehmsten Aufgaben der Inquisition, die durch ihre unaufhörliche Wachsamkeit und ihre unbeschränkten Machtvollkommenheiten volle Bürgschaft dafür bot, dass diese Gesetze auch erbarmungslos in die Tat umgesetzt wurden. Jetzt geht's wirklich los hier. Als sodann die Inquisition begründet war, bildete die Durchführung dieser Gesetze eine der vornehmsten Aufgaben der Inquisition, die durch ihre unaufhörliche Wachsamkeit und ihre unbeschränkten Machtvollkommenheiten volle Bürgschaft dafür bot, dass diese Gesetze auch erbarmungslos in die Tat umgesetzt wurden. Ihre unbeschränkte Machtvollkommenheit. Warum? Durch die Bettelorden, also Franziskaner und Dominikaner, ausgeführt, haben sie sowieso schon mal die geistige Macht. Und weil ihnen die ganzen Zivilkräfte unterstellt wurden, genau wie wir gerade eben gelesen hatten, ja, der Staat wurde vollständig zur Aufgabe der Ketzerausrottung zum Diener der Kirche gemacht, haben sie eben die vollständige, absolute Macht im Weltlichen und im Geistigen. Und das ist genau das, was der Papst mit den zwei Schlüsseln auf seiner Flagge beansprucht. Die geistige Macht mit dem goldenen Schlüssel und die silberne Macht mit dem silbernen Schlüssel. Die goldene, also die geistige Macht, die über der weltlichen Macht steht, deswegen liegt der goldene Schlüssel auf dem silbernen oder über dem silbernen Schlüssel und die beiden sind verbunden mit einer roten Kordel. Wenn man auch nur versucht, eine dieser beiden Macht, Mächte, muss ich vielleicht sagen jetzt, oder Machtausübungen, dem Papst zu entziehen, dann sind sie verbunden mit einer roten Kordel, das heißt mit Blut. Das heißt, das Papsttum fordert für sich die geistige sowohl als auch die weltliche Macht über alle Menschen dieser Welt. Und wenn ihm diese Macht streitig gemacht würde, dann gibt es Blutvergießen. Nichts anderes heißt die Flagge des Vatikan. Genau so muss man die Flagge des Vatikan interpretieren, lesen und verstehen. Die geistige Macht herrscht über die weltliche Macht und wer versucht, die beiden zu trennen oder eine von beiden dem Papst wegzunehmen, der wird es mit seinem Blute bezahlen. In Italien führte der in der Verwirrung und Unsicherheit dieser Übergangsperiode herrschende Eifer oder die Eifersucht zu dem Versuche, in verschiedenen Teilen des Landes eine Art von weltlicher Inquisition einzuführen.
1231 stellte Antichrist Gregor IX. In Rom eine Reihe von Verordnungen auf, die der Senator Anibardo im Namen des römischen Volkes verkündete. Durch diese Gesetze wurde der Senator verpflichtet, alle diejenigen, die ihm seitens der von der Kirche aufgestellten Inquisitoren oder seitens anderer guter, zwischen Anführungszeichen, guten Katholiken als Ketzer bezeichnet wurden, gefangen zu nehmen und 8 Tage nach ihrer Verurteilung zu bestrafen. Ja, es gibt keine guten Katholiken, die für den ultramontanen Papst arbeiten. Ja? Von dem konfiszierten Vermögen fiel 1/3 an den, der die Anzeige machte, 1/3 an den Senator und 1/3 wurde zur Ausbesserung der Stadtmauern verwendet. Also, das konfiszierte Geld der Ketzer gebrauchen wir wunderbar und vor allen Dingen 1/3 geht an denjenigen, der die Anzeige machte. Also, jemanden der Ketzerei zu bezichtigen, bringt persönlichen Gewinn. Genauso wie es in Zukunft in der Agenda, in der wir heute leben, auch das Verraten von anderen persönlichen Gewinn gibt. Und sei es nur in Form von irgendwelchen Sozialpunkten, wie sie das im Augenblick in China ja schon haben, mit diesem Sozialpunktesystem, wie ihr das kennt. Ist alles übertragbar auf die heutige Zeit. Es ist alles übertragbar auf die Zeit, die sogar noch kommt, in der Zeit, in der wir im Augenblick leben. Ja? Durch diese Gesetze wurde der Senator verpflichtet, alle diejenigen, die ihm seitens der von der Kirche aufgestellten Inquisitoren oder seitens anderer guten Katholiken als Ketzer bezeichnet wurden, gefangen zu nehmen und 8 Tage nach ihrer Verurteilung zu bestrafen. Von dem konfiszierten Vermögen fiel 1/3 an den, der die Anzeige machte, 1/3 an den Senator, der sich natürlich auch bereichert, ja, und 1/3 wurde zur Ausbesserung der Stadtmauern verwendet. Jedes Haus, in welches ein Ketzer aufgenommen worden war, sollte zerstört und für immer in eine Schmutzgrube verwandelt werden. Zwischen Anführungszeichen Credentes sollten wie Ketzer behandelt werden und Begünstigter, Beherberger und so weiter der Ketzer 1/3 ihres Besitztums verwirken, das für die Stadtmauer verwendet werden sollte. Eine Geldstrafe von 20 Pfund wurde jedem auferlegt, der einen ihm bekannten Ketzer nicht zur Anzeige brachte, während der Senator, der es verabsäumte, dem Gesetze Geltung zu verschaffen, zu einer Geldstrafe von 200 Mark und zu dauernder Arbeitsunfähigkeit verurteilt werden sollte. Um die Höhe dieser Geldstrafen würdigen zu können, müssen wir uns das furchtbare Elend in dem damaligen Italien vergegenwärtigen, wie es von einem Zeitgenossen beschrieben wird, den Schmutz des täglichen Lebens und die Seltenheit der Edelmetalle, wie sie durch das gänzliche Fehlen von Gold- und Silberschmuck an den Kleidern jener Zeiten angezeigt wird. Nicht zufrieden mit der Durchführung dieser strengen Gesetze in Rom, schickte sie Antichrist Gregor IX. Abschriftlich auch an alle Erzbischöfe und Fürsten Europas und forderte diese auf, sie in ihren Gebieten zur Ausführung zu bringen. Eine Zeit lang bildeten sie auch die Grundlagen eines Inquisitionsverfahrens. In Rom war die Jagd auf die Ketzer erfolgreich und die Gläubigen konnten sich häufig an dem Schauspiel der Ketzerverbrennungen erfreuen. Durch diesen Erfolg ermutigt, stieg Antichrist Gregor IX. Dazu über, eine Dekretale zu veröffentlichen, die die Grundlage für die ganze spätere Inquisitionsgesetzgebung wurde. Nach den Bestimmungen dieser Dekretale wurde jeder verurteilte Ketzer dem weltlichen Arme zur exemplarischen Bestrafung überwiesen. Die zur Kirche zurückkehrenden wurden lebenslänglich eingekerkert. Endlich musste jeder, der Kenntnis von einer ketzerischen Handlung hatte, dies bei Strafe der Exkommunikation den Kirchenbehörden anzeigen. Gleichzeitig legte Friedrich II., der in seinen neapolitanischen Besitzungen Rom so wenig Recht als nur möglich einräumen wollte, das Geschäft der Ketzerverfolgung in die Hände der königlichen Beamten. In seinem
1231 veröffentlichten sizilianischen Konstitution befahl er seinen Vertretern, fleißig nach den in der Finsternis wandelnden Ketzern zu forschen. Jeder, gegen den auch nur der leiseste Verdacht der Ketzerei vorlag, jeder sollte verhaftet und von einem Geistlichen einem Verhör unterzogen werden, und diejenigen, welche auch nur um ein weniges vom rechten Glauben abweichen, also vom römisch-katholischen Glauben abweichen, sollten, falls sie hartnäckig blieben, dem Martyrium des Feuertodes preisgegeben werden, wonach sie sich ja offenbar zu sehnen schienen. Also nach dem Motto, du bist ein Ketzer, du gehörst sowieso in die Hölle, da wirst du verbrannt, also wirst du hier auf der Welt von uns auch verbrannt, und zwar lebendig, ohne Gnade. Wer es wagen würde, für die Ketzer einzutreten, sollte die ganze Schwere der kaiserlichen Ungnade erfahren. Wenn man bedenkt, dass diese Gesetzgebung von einem Freigeist herrührte, so begreift man die unwiderstehliche Gewalt der öffentlichen Meinung gegen sie, gegen die auch Friedrich nicht anzukämpfen wagte. Er begnügte sich auch nicht damit, dass diese Gesetze nur tote Buchstaben blieben. Zahlreiche Hinrichtungen fanden sogleich statt. 2 Jahre später beklagte er in einem Schreiben an Antichrist Gregor IX., dass die bisherigen Maßregeln nicht genügt hätten und dass die Ketzerei wieder auflebe. Er habe deshalb dem Richter eines jeden Bezirks befohlen, in Verbindung mit einigen Prälaten die Inquisition mit allem Eifer zu erneuern. Die Bischöfe sollten in ihren Diözesen gründliche Umschau halten, wenn nötig in Begleitung von besonders hierzu ernannten Richtern. In jeder Provinz hielt der Generalgerichtshof alljährlich 2 Sitzungen ab, auf denen die Ketzerei wie jedes andere Verbrechen bestraft wurde. Gregor indessen, weit entfernt, den Kaiser für eine so systematische Ketzerverfolgung zu loben, warf ihm vor, er benutze diesen falschen Eifer nur, um seine politischen Feinde zu treffen, und er lasse mehr gute Katholiken als Ketzer verbrennen. Und hier werden wir angesichts des Punktes, dass wir schon bei 1 Stunde sind, die Lesung für heute beenden, weil das Kapitel dauert noch ein paar Seiten und wir kommen da auch nächstes Mal noch nicht durch. Aber mit dem Verhältnis der weltlichen und geistlichen Macht, wie wir es heute besprochen haben, möchte ich hier auf der Mitte der Seite 365 für heute aufhören und möchte euch eure Gedanken überlassen, das Gelesene noch einmal verarbeiten und probieren, die Dinge, die sich hier vor 800 Jahren zugetragen haben, in die Gegenwart ins 21. Jahrhundert zu übertragen, auch wenn noch nicht alles so ist, wie es damals war. Doch zu begreifen, dass früher oder später die Daumenschrauben heute wieder genauso angesetzt werden, wie sie damals angesetzt wurden. Die römisch-katholische Kirche arbeitet in ihrer Verfolgung langsam, weil sie aus dem Untergrund heraus arbeitet. Erst wenn sie ihre ganze Macht in einem Land entfaltet hat, kann sie offen zutage treten. Und dann wird es wieder Verfolgungen geben, die man entweder Kriege nennen wird, oder wo man Leute, die eine andere Meinung haben oder andere Interessen vertreten als die der Regierung, einschließen wird, wegschließen wird, wegsperren wird, foltern wird und umbringen wird. Erst heimlich in Gefängnissen, später öffentlich. Brot und Spiele. Funktionierte damals, funktioniert heute. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn wir weiter über die Inquisition sprechen und über das Verhältnis der weltlichen und geistlichen Macht, über die Anfänge der ganzen Organisation, die Legaten und Inquisitoren, Bischöfe und Inquisitoren, Kompetenzkonflikte und so weiter und so weiter. Ein wirklich spannendes Buch, dessen Lesung ich jetzt wieder sehr regelmäßig aufnehmen werde und damit vermeiden werde, dass ich das immer nur vor mir herschiebe. Und die Lesung heute war für mich eine sehr wichtige, nicht nur, weil ich heute am 5. April 2021 nach ungewollter, sehr langer Pause endlich wieder das Buch in die Hand genommen habe, um weiterzulesen, sondern vor allen Dingen, weil ich auch wirklich für mich selber beschlossen habe, dass ich es jetzt durchziehe, durchlese und mich im Augenblick auf Deutsch nur noch mit 2 Dingen beschäftigen werde. Nämlich der wichtigsten Lesung, die ich jemals getan habe, das wird die deutsche
sein, die im Englischen heißt Exploding the Israel Deception. Den deutschen Titel muss ich mir noch genau dafür merken. Das wird eine sehr intensive Forschungsarbeit, auch sehr viel Bibelstudium fordernd, weil ich die König James Bibel da in vielen, vielen, vielen Stellen ins Deutsche übersetzen muss und das fragt eben auch ein bisschen Zeit. Und das sind die einzigen zwei deutschen Werke, die ich im Augenblick mache, die ich machen werde und die hoffentlich euch darauf vorbereiten werden, zu begreifen, dass das, was vor 800 Jahren passierte, selbst das, was vor über 1000 Jahren passierte, heute immer noch passiert, es eben oftmals andere Kleider anhat, anders eingekleidet ist, aber es immer dasselbe ist. Hier und da offensichtlich vielleicht noch nicht ganz so schlimm, offensichtlich, aber unter der Oberfläche fängt es an zu brodeln und wir wissen ja gar nicht, was wir alles nur gesagt bekommen in den Medien heutzutage, was alles verschwiegen wird, welche Verfolgungen uns nicht mitgeteilt werden. Und so war das damals auch. Es gibt eben nichts Neues unter der Sonne. Und um sich vorzubereiten auf diese Verfolgung, müssen wir den ganzen Waffenpanzer Gottes anziehen, wie in Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18 beschrieben, und müssen uns wappnen mit dem Schwert des Wortes und damit kämpfen. Nicht mit weltlichen Waffen, sondern mit geistigen Waffen. Nur so können wir den Antichristen schlagen. Nur so können wir für Jesus Christus auf dieser Welt stehen. Und man kann nicht Jesus Christus predigen, ohne den Antichristen zu predigen. Und das ist genau das, was ich mit dieser Lesung und mit der kommenden Lesung über den Israel-Betrug machen werde. Von daher sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, lest eure Bibel. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine, du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er so gut erschaffen. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen, Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da, die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Der öffnet uns die heilige Schrift, wo
Gott sein Testament gestiftet, in seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen, mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott, mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns gewiesen, darum wird er gepriesen. Darum gab er den Heiligen Geist, der ein Sünd und Laster meiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben ist.